Es ist 20 Uhr im Volksparkstadion hier in Hamburg und hinter uns laufen die Aufräumarbeiten nach dem Ende einer enttäuschenden Zweitligasaison für den HSV, die heute mit einem 3:0-Sieg gegen Duisburg geendet hat. Trotzdem, am Ende bleibt es eine enttäuschende Saison. Kai, du hast morgen den Kommentar im Hamburger Abendblatt geschrieben. Wie fällt dein Fazit nach dieser Saison aus? Ja, ein 3:0-Sieg gegen Duisburg in den Tabellenletzten am letzten Spieltag täuscht natürlich überhaupt nicht darüber hinweg, dass es eine super enttäuschende Saison war. Der HSV ist Vierter geworden mit einem Punkt Abstand auf den Dritten und der Aufstieg wäre wahrscheinlich in der Saison so einfach wie noch nie gewesen und das tut dann doppelt und dreifach weh. Also das Fazit ist sehr enttäuschend. Deine Zeile lautet, der HSV braucht dringend eine neue DNA. Was meinst du damit genau? Ja, damit ist gemeint, dass es aus meiner Sicht jetzt nicht reicht, dass man einfach nur den Trainer wieder austauscht, was ja passieren wird. Also es wird ein Nachfolger für Hannes Wolf kommen. Ganz viel in der Mannschaft wird sich ändern. Heute hat Douglas Santos bekannt gegeben, er wird gehen. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Pierre-Michel Hasogga wird gehen, Luis Holtby wird gehen. Es werden viele gehen. Aber ich glaube, dass es auch damit nicht getan ist, dass man jetzt wieder 10 bis 12 Spieler austauscht. Was ich mit DNA meine ist, dass also jeder Club, der Erfolg hat, der steht für irgendwas. Also bei Bayern sagt man Mir san mir und alle, jeder weiß, was gemeint ist. Aber auch kleinere Clubs wie Freiburg haben so eine Kern-DNA, von der man gar nicht in ein, zwei, drei Sätzen manchmal sagen kann, was das bedeutet. Und trotzdem weiß jeder irgendwie, was gemeint ist. Und beim HSV ist es so, man weiß überhaupt nicht mehr so richtig, für was dieser Club steht. Und ich glaube, dass diese Frage muss der Club für sich klären, damit das irgendwann wieder so eine etwas rosarotere Zukunft, wenn man das so sagen kann, wieder ein Bändchen hier im Volkspark sein kann. Der HSV will ja mit jungen Spielern arbeiten, das hat Ralf Becker auch nochmal wieder betont. In dieser Saison hatte der HSV teilweise die jüngste HSV-Mannschaft aller Zeiten. Auch heute waren wieder ganz junge Spieler aus der eigenen Jugend dabei, Mats Köhlert, Fiete Arp, Joscha Wagnermann. Heute sah das ganz gut aus, es ging natürlich um nichts. Glaubst du, dass es überhaupt so funktioniert beim HSV mit jungen Spielern? Ist das ein Weg, den man gehen kann? Unsere Kanzlerin würde jetzt wahrscheinlich sagen, der Weg ist alternativlos und ehrlicherweise glaube ich das auch. Ich glaube, das ist auch ein Weg, mit dem sich Hamburg und auch die Fans total identifizieren und auch identifiziert haben vor dieser Saison. Also jeder war bereit dafür, dass man mit jungen Spielern, die frisch sind, die noch nicht so verbraucht sind, dass man einen Neustart wagt. In dieser Saison waren zu viele dabei, die gar nicht vom Alter zu alt oder zu jung sind, sondern die für diesen HSV standen, der halt in den vergangenen Jahren keinen Erfolg hatte. Wie zum Beispiel trotz seiner Tore Pierre-Michel Hasogga, wie zum Beispiel Luis Holtby, wie zum Beispiel Aaron Hunt, die alle für sich mal mehr, mal weniger gut gespielt haben, aber die waren das Gesicht des alten HSVs. Und ich glaube, es braucht jetzt das Gesicht eines neuen HSVs. Und da ist es durchaus gut, wenn das wieder ein junges Gesicht wird, weil ich glaube, die Stadt und die Fans, die können sich damit am besten identifizieren. Stichwort junges Gesicht, da sind wir beim Trainer. Der HSV hat jetzt mit Hannes Wolf einen sehr jungen Trainer gehabt. Jetzt überlegt man wieder, was für einen Trainer braucht man für die kommende Saison, um diesem Druck ja auch irgendwie standhalten zu können. Es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen auch intern, was für einen Trainer man braucht. Was denkst du, könnte es wieder ein junger Trainer sein oder braucht man jetzt wirklich so den Typ Huub Stevens, Bruno Labbadia, Dieter Hecking? Was denkst du? Meine Meinung zählt ja leider nicht. Grundsätzlich sehe ich es ehrlicherweise ähnlich beim Trainer wie mit den Spielern. Ich fand eigentlich die ganze Idee, die der HSV vor der letzten Saison hatte, mit einem frischen Trainer, das war dann erst Christian Titz, dann war es danach Hannes Wolf, aber obwohl die total unterschiedlich, die beiden sind, war es eigentlich vom Grund weg die gleiche Idee, dass es ein frischer, noch nicht so verbrauchter Trainer ist, der auch mit jungen Spielern kann. Das konnten die beiden. Und eigentlich finde ich diesen Weg richtig. Und das heißt, erstmal müssen die sich ja in der Chefetage einigen, ob das jetzt, also Ralf Becker und Bernd Hoffmann haben ja viel darüber diskutiert, auch in den letzten Tagen intern, ob die, genau was du jetzt eben gerade angesprochen hast, ob die jetzt den Typ Hacking, der gar nicht zur Verfügung steht, oder den Typ Hannes Wolf in erfolgreich braucht. Und ich könnte mich sehr gut damit arrangieren, wenn es ein Hannes Wolf in erfolgreich wäre. Aber es wird schwer sein. Es wird echt sehr, sehr schwer sein. Ralf Becker hat heute gesagt, es könnte noch ein bisschen dauern, bis man den neuen Trainer dann auch gefunden hat. Eigentlich kann man sich doch keine Zeit mehr lassen. Man muss jetzt Spieler finden,
die dann auch für den HSV spielen wollen. Die wollen dann natürlich wissen, wer ist der Trainer. Trainer muss sein Konzept vorgeben. Will man auf einen Außenverteidiger, der irgendwie in die Mitte zieht? Will man einen, der eher Typ Dennis Diekmeier marschiert? Also das ist ja schon wichtig, dass der Trainer dann auch sehr schnell jetzt feststeht, oder? In der perfekten Welt hätten sie den morgen, aber perfekt war beim HSV in letzter Zeit wenig. Deswegen, ich würde mir bei dieser total entscheidenden Personalie, da würde ich mir auch ein bisschen Zeit nehmen. Also ein bisschen Zeit heißt ja nicht 3 Monate, sondern der muss jetzt nicht am ersten Tag des Urlaubs sozusagen feststehen. Wäre schon gut, wenn er jetzt in 2, 3, vielleicht sogar 4 Wochen feststeht. Wäre natürlich nicht optimal, weil du hast völlig recht. Also doof wäre jetzt eine Mannschaft zusammenzustellen, die völlig am Trainer vorbeigeht. Andererseits könnt ihr ja auch mit einem neuen Trainer reden und denen sagen, pass auf, wir haben die und die Spieler. Was ist deine Idee mit diesen Spielern? Und wenn sich der Trainer, der neue Trainer, der es dann irgendwann werden sollte, nicht mit diesen Spielern arrangieren kann, dann ist es auch nicht der Trainer, den der HSV hier braucht. Man kann das Wort Umbruch ja hier in Hamburg eigentlich nicht mehr hören. Trotzdem, es wird wieder einen Umbruch geben. Diesmal vielleicht mit einer wirklichen Chance, die man dann auch ergreift. Auch den nächsten Satz, den ich jetzt sagen werde, kann man, glaube ich, in Hamburg nicht mehr hören. Aber ich glaube tatsächlich, es ist so eine Art allerletzte Chance für den HSV, dass er irgendwann wieder in die richtige Fahrbahn kommt. Die erste große Chance hat man völlig versaut. Das war 2014 nach der Ausgliederung. Da hat man so viele Fehler gemacht, da könnte man ein ganzes Abendblatt-Serie mit nochmal machen. Den zweiten großen Chance gab es nach, das klingt zwar komisch, aber nach dem Abstieg. Da hätten viele da noch ganz andere Entscheidungen, glaube ich, aus meiner Sicht mitgetragen. Und man hat dann aber nicht den Weg konsequent durchgezogen, den man eigentlich machen wollte. Naja, und jetzt ist es wieder eine große Enttäuschung. Und ich glaube, jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit, dass man einmal diesen Umbruch, dieses schreckliche Wort Umbruch, einmal durchsetzt, weil danach kannst du das echt niemandem hier mehr verkaufen. Also es wird mal wieder einen Umbruch geben. Im Volkspark wird weiter aufgeräumt und umgeräumt. Und ja, in diesem Sinne werden wir diese Zeit verfolgen und uns dann zum Saisonstart oder zum Start der Vorbereitung wieder melden. Bis dahin. Ciao. Ciao.